So, liebe Motorsportfreunde, ja, herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und einer weiteren Folge meines Let's Plays The Crew Calling All Unit. Ja, ich bin jetzt, ihr habt es gesehen, mal kurz rausgegangen, jetzt wieder reingegangen neu. Und jetzt gucke ich mal, ob das was gebracht hat, indem wir zur Kiste fahren. Ja, ich wollte gerade sagen, ob das was gebracht hat, ob wir hier direkt was kriegen. Und das haben wir jetzt auch gerade und deswegen geht's direkt wieder rein in die Action hier. Ich wollte gerade noch sagen, wenn es ist, wenn ihr die Folge seht, dann werde ich Action in der Folge gehabt haben. Ich frage mich nur, warum er jetzt gerade so lange lädt. Das ist nicht gut. Und jetzt muss er nochmal laden. Das ist noch schlechter. Aber nee, ich bin schon wieder hyped jetzt, hoffentlich. Oh, what the fuck. Okay, mal schnell wieder hinporten, weil ich habe keine... Alter, keine Ahnung, wo ich bin. So, jetzt können wir hier Vollgas geben. Okay. So. Weg mit ihm. Alter, ich muss hier irgendwie... Oh Gott, nein, 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 nein. Sehr gut. Boah. Wollte gerade sagen, ich muss irgendwie näher an den Typen rankommen. Aber so nicht. So auf jeden Fall nicht. Alter, Madik. Komm schon, wieder näher hin. Alter, Scheißkopf, was machst du da? Oh Mann, komm schon. Alter. Oi, oi, oi. Ja, so wird es jetzt natürlich nichts. Das ist auch ganz klar. Weil der erste schon wieder 600 Meter, 700 Meter weit weg ist. Vielleicht kann ich mich nochmal einmal ranporten. Er hat noch zwei Kilometer hat er noch. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Okay. Aber ich komme jetzt nochmal ran. Okay. Okay, wo muss er hin? Okay, er hat mich getroffen, aber er muss da hin. Das heißt... Alter, wieso fahre ich dem eigentlich so nach? Wieso bin ich so blöd? Hä, wo muss der? Der muss doch da am Ende hin, oder? Sieht man, was der für ein Auto fährt? Nicht, oder? Aber ich könnte ihm vielleicht noch pressen. Nee, er ist schneller da als ich, weil ich mit meinem fucking Lamborghini nicht hinkomme, Mann. Was hat denn der für ein Auto gefahren? Sieht man das? Das sieht man nicht, gell? Oh, Madik. Madik, Madik, Madik. Schade. Ach, das war sogar ein Freund von mir, okay. Glaube ich zumindest. Ja, vor allem wieso... Oh, Mann. Ist halt ärgerlich. Ist es der Fabio Go? Alter Schwede, verhaftet den meistgesuchten. Performance, ist es der hier vorne, oder? Nee, ich habe keine Ahnung, wer das ist. So, ich meine... Macht keinen Sinn, hier eigentlich mit dem Lambo jetzt hier rumzufahren. What the fuck? Was mache ich hier eigentlich gerade die ganze Zeit? So. Oh, der verhaftet ihn gerade. Nice. Aber jetzt hat er es nicht geschafft. Ja, jetzt haut er gleich ab, ne? Aber ich könnte mich auch ranporten. Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. So. Oh, Alter, wieso schaukelst du mich hier so auf? Ey, Alter, das ist so ein Scheißgebiet hier, ganz ehrlich. Jetzt mal wirklich ernsthaft. Ich komme hier absolut nicht klar, auch weil es noch Nacht ist. Ich sehe so absolut nichts. Kriegen wir den irgendwie? Hey, what the fuck, wo fährt der überhaupt lang? Hat er ihn erwischt? Ne, meistgesuchter entkommen. Okay, schön. Ach, mich kostet das Geld, wenn der entkommt? Seriously? Seriously, ernsthaft? Okay. So, hier ist irgendein Spätzle von mir. Leider halt wird der Name wieder nicht angezeigt. Ich hasse das. Ich weiß halt nicht. Komm, ich nehme jetzt mal an. Ah gut, jetzt ist... Aber warum ist das jetzt ausgegraut? Du konntest der Crew nicht beitreten. Okay, leider. Ja, jetzt komm, feedet mich nochmal mit ein paar Verfolgungsjagden. Das war ja jetzt gerade nichts. Ich kann dann leider nicht reinjoinen. So wie das ausschaut. Es geht leider nicht. Siehst du, es geht leider. Leider geht das nicht. Leider. Leider, leider, leider. Komme ich nicht rein. Es tut mir sorry. Aber ich kann... Oh Gott. Ich kann mal ihn versuchen einzuladen.
Wo ist er? Wo ist er? F, F, F. Da. Hä? Irgendwie bin ich... Ach doch, jetzt bin ich drin. Okay. Okay. Okay, alles klar. Ja, was war... What should we do? Ist halt die Frage. Kommt schon. Wo sind denn jetzt hier ein paar Leute mal? Weil ich kann ja jetzt so nichts mehr machen hier als Cop. Weil was soll ich jetzt großartig noch machen? I don't know. Ich könnte halt die Sachen, die ich verkackt habe, nochmal neu machen. Aber bringt mir das was? Ich weiß es nicht. Und ich kann ja schlecht hier durch Kisten fahren. Das geht ja bei den Cops nicht. Das geht ja leider bei den Cops nicht, Mann. Jo, und was machen wir jetzt? Jetzt warten wir hier. Jetzt warten wir hier. Ist hier überhaupt noch irgendwer? Irgendein Racer? Wird nicht angezeigt, oder? Dann müsste ich auf Spieler gehen. Müsste ich auf Spieler gehen, so. Hä? Sind wir nur noch zwei Spieler hier? Seriously, Filter? Status alle. Ernsthaft? Wenn ich mit einem in eine Crew gehe? What the fuck? Ey, ich rall irgendwie das System gerade nicht. Also anscheinend sind wir komplett alleine hier auf der Welt. Anscheinend. Anscheinend? Nee, da ist doch noch einer. Kann man den irgendwie rammen oder so? Kann man das? Kann man das? Nee, kann man nicht. Könnte man den verfolgen? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich absolut noch nicht aus, so richtig. Fahren wir ihm einfach mal hinterher, so. So. So, ja, da hat mein Lambo ein bisschen mehr Grip. Soll mal ein bisschen Nitro geben hier. Ah, da kann man wieder nicht durchfahren, Mann. Ich glaube, es bringt nichts, hier grundlos Leuten hinterher zu fahren. Wisst ihr was, liebe Motorsportfreunde? Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und ja. Falls irgendwann mal irgendwas kommt in Sachen Verfolgungsjagd, dann werde ich euch hier wieder mitnehmen. Und ja, dann sehen wir das halt dann wieder, weil sonst, ich weiß jetzt nicht, was ich euch hier noch präsentieren soll. Ist halt irgendwie ein bisschen blöd hier gerade, weil ich würde halt gerne wieder ein paar Verfolgungsjagden machen, aber irgendwie kommt hier halt nichts, so wie das ausschaut. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. What the fuck, Alter. So. Irgendwie hat sich jetzt gerade einer dazu freiwillig bereit erklärt, irgendwie sich verhaften zu lassen, so wie es ausschaut. Alter, ich wollte eigentlich gerade ihm was drücken. Jawohl, sehr gut. Aber jetzt komme ich schon nicht mehr hinterher. Hä, wieso ist der jetzt entkommen? What the fuck? Ich bin doch dran. Wie kann denn der da entkommen? Das sind immer so Sachen, die verstehe ich nicht, Mann. Die verstehe ich irgendwie nicht. Wie kann man da entkommen, wenn der... Hä, I don't get this. Ja, ich weiß aber nicht, wie das hier noch so weiterlaufen soll. Oder wie kann der denn eine Verfolgungsjagd anzetteln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nie erst. Oh Gott, jetzt habe ich die Kamera geändert. Alter, ein richtig geiles Bild gerade hier. Das wollte ich euch nur ganz kurz zeigen. Irgendwie vier Cops hier einfach nebeneinander. Alter, richtig nice. Taugt mir gerade richtig. Aber irgendwie, ja, wir bräuchten halt jetzt mal einen Racer, der sich irgendwie hier bereit dazu erklären würde, irgendwas zu machen. Und ich weiß halt nicht, ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie man, oder was kann man als Cop noch so machen? Muss man da nur warten, oder kann ich irgendwie was anderes machen? Kann ich in PvP irgendwie reingehen und kann dann als Cop dort irgendwas machen? Oder, keine Ahnung, also könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man da irgendwie was machen kann. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt irgendwie zu dritt als Cop unterwegs. Es schaut richtig geil aus, weil jeder gerade so richtig so im Parallelflug sind wir jetzt on the mission, hier irgendwen hochzunehmen. Aber es ist leider keiner. Ich krieg leider keine Einladung. Und das ist halt gerade ein bisschen schade, ne? Das ist halt irgendwie gerade ein bisschen schade. Und da wäre halt mal die Möglichkeit irgendwie... Ich weiß halt nicht. Hier, was kann man halt hier machen zum Beispiel? I don't know. Fraktion und PvP könnte man halt machen, aber ja, das sind ja auch nur ganz normale Sachen. Deswegen ja, aber wie gesagt, falls irgendwas passiert, ihr werdet es gleich erfahren und
Ich bringe euch da wieder zurück. Weil schau, er ist jetzt zum Beispiel in einer anderen Kiste, aber ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das ist halt das Problem. Also ich kann ihm hier in die Kiste fahren, es passiert einfach nichts. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich will den Typen verfolgen. So wie das ausschaut. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Wir werden uns wiedersehen, wenn hier irgendwas Besseres passiert. So, ich habe jetzt mal ganz kurz das Auto gewechselt. Ich bin jetzt wieder in meinem Lamborghini Huracan unterwegs und ich stehe hier vor einer silbernen Kiste. Und ich würde fast sagen, ich weiß jetzt nicht, ob die zwei mir hinterher joinen, aber ich würde einfach sagen, what the fuck, die sind 44 Kilometer weit weg, weil die sind ja auch, sind auf jeden Fall auch Freunde, also PSN-Freunde und deswegen, ja, ich wollte auf jeden Fall warten vielleicht, bis die hier sind und dann, oder ich fahre einfach durch und die können mir nachjoinen, eventuell, weil das ist halt noch eine Sache, die halt noch besser funktioniert, sage ich jetzt mal, weil ich kann das wenigstens als Racer beeinflussen, ja. Holy shit, Mann, was ist hier los? Oh Gott. Und, Alter. Und die können mir halt dann helfen, also meine Abonnenten, weil als Cop ist halt, ich weiß nicht, was, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man als Cop da irgendwie Action kriegt. Ich meine, das lief diese eine Folge richtig krass, richtig super. Aber die andere Folge jetzt, das lief irgendwie nicht so. Ob das an der Lobby liegt oder ich weiß es nicht. Ich meine, der eine könnte doch jetzt auch als Cop reinjoinen, oder? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß nicht. Oh, Alter. Der müsste doch jetzt eigentlich eine Einladung kriegen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann müsste es doch auch möglich sein, auf jeden Fall mitzufahren, auch als Cop. Ich habe ja kein Problem. Ich muss ja nicht unbedingt Cop spielen. Ich kann ja auch Racer spielen und meine Abonnenten verfolgen mich als Cop. Das wäre ja auch kein Problem. Aber ich weiß halt nicht genau, wie dieses System läuft. Und das ist halt die Frage. Wie das eben genau ist. So, okay. Den Wächter habe ich wieder am Start. Das ist wichtig, deswegen nehme ich. So, ich weiß gar nicht, wo mein anderer Kollege ist. Der fährt irgendwo rum. Alter, der bremst mich komplett aus gerade hier. Mal hier weg mit euch. Okay, da ist... irgendein... Aber das ist kein Freund, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hat wieder irgendeiner, der da reingejoint ist, glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Und das weiß ich halt nicht. Wie kann man das zusammenfahren oder so? Oder muss man da irgendwas machen? Da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben und mir da irgendwie helfen. Aber wie gesagt, schauen wir einfach mal. Ich würde jetzt... Jetzt so ein Impulsschlag wäre halt brutal gewesen gerade. Alter, was ist hier los, Mann? Hier ist wieder richtig heftig was los. So... Okay, bis jetzt ist nur ein Cop hinter mir. Direkt mit dem Wächter das Ding wegmachen. Und jetzt mal die alle weg. Haben wir mal ein bisschen Ruhe hier wieder. Ein bisschen Ruhe im Karton. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch ein Corvette am Start. Da ziehen wir mal schnell vorbei. Wunderbar. Ja, Mann, er ist ausgewichen. Aber was mache ich jetzt hier gerade? Und ich bin falsch gefahren, oder? Nee. Bin ich nicht. Gut. Zu einer Koop-Mission. Lass mich kurz das fertig machen. Bitte. Bin 2 Kilometer weg vom Ziel. Oh Gott, das läuft gleich aus. Oder soll ich es machen einfach? Na komm, jetzt will ich das hier fertig machen. So, hoppa. So, mal hier ein paar direkt ausgenockt nochmal. Ja, ist nur noch 1 Kilometer. Ja, Madik. Ach so, kann man das vielleicht als Crewleiter kann man das machen, weil ich bin ja bis jetzt nur hinterher gejoint immer. Könnte man das vielleicht machen? Oh Gott. Oh, Verhaftung entgangen, gut. So. Ja, Mann, ich habe euch abgehängt, Mann. Bam. Okay, zack. Haben wir abgeliefert. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich wenigstens die Fragmente kriege. Nein, ich krieg natürlich die Bugs, war ja klar. Aber wir können natürlich weiterhin unseren Huracan aufrüsten. Das ist natürlich auch gut. Ja, passt. Wunderbar. Jetzt sind die anderen in der Koop-Mission. Schauen wir mal. Vielleicht können wir da noch nachjoinen. Müssen wir mal schauen. Hier können wir auf jeden Fall noch schnell die Sehenswürdigkeit mitnehmen. Beitreten. Port Arthur. Sehr geil. Okay, und jetzt müssen wir mal schauen. Crew verlassen? Nee.
Die anderen sind in der Mission. Ja. Oh Gott. Halt mal an hier hinter mir, weil sonst fahre ich gleich noch ins Wasser rein. Nee, ich kann da leider nicht mal nachjoinen, oder? So wie das ausschaut. Oder irgendwie konnte man doch noch, konnte man doch da nachjoinen. Egal, ich warte einfach mal, bis das hier fertig ist. Bis die fertig sind, die Leute. Und dann, ich kann ja mal wieder auf meinen... Nein, das wollte ich gar nicht. Auf mein Lambo wechseln, auf mein Kopfauto. So, liebe Motorsportfreunde, und dann ist wirklich die nächste halbe Stunde nichts passiert. Ich habe das jetzt hier einfach ein bisschen nachkommentiert, weil ich wollte hier eigentlich die Folge dann schon beenden, aber ich wollte euch halt erklären, warum es dann so kurz eben war oder warum die Folge eben so kurz ist. Liegt einfach daran, dass danach einfach nichts mehr passiert ist. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann machst du lieber eine kürzere Folge. Die ganzen Leute, mit denen ich auch in der Crew war, sind dann auch rausgegangen. Und wir werden dann ab nächster Folge wieder richtig durchstarten, wieder richtig einsteigen. Ich habe jetzt auch mal wieder eine etwas längere Pause gezwungenermaßen drin gehabt. Das tut mir leid, aber ab jetzt werde ich wieder euch schön regelmäßig Videos bringen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Wie gesagt, tut mir leid für die kürzere Folge. Aber wie gesagt, ich denke mal, ihr könnt es verschmerzen. Sind dann doch immerhin knapp 16 Minuten. Aber jetzt verabschiede ich mich, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ab jetzt wieder regelmäßig Videos. Versprochen. Also, ich wünsche euch was. Sagt ciao, servus und bis dann.